Polizeioberkommissar Blomkamp? Ja, prinzipiell schon, aber der ist gerade nicht am Platz. Zu Tisch? Das will ich nicht hoffen. Ach so, Sie sind das, ja. Ja, Moment. Ja. 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 Ja, das sage ich Ihnen. Mhm. Gut, ja. Ach, Moment mal. Wann haben Sie Andi zum letzten Mal gesehen? Das können wir glauben. Wir verkaufen den Kunden nur die besten und günstigsten Kapitalanlagen. Und wie viel verdiene ich dann? Auf Provisionsbasis. Gut, dann fangen wir an. An wen soll ich die Dinger denn verkaufen? An die Klienten aus Ihrer Liste. Da steht ja keiner drin. Ja, Sie schreiben Ihre Kontakte auf. Wie Kontakte? Sie schreiben auf, wer von Ihren Geschäftspartnern, Bekannten, Freunde als Kunde in Frage kommt. Ich soll also meiner Mutter ihren Kram verkaufen? Ja, warum nicht? Jeder will auch heute Geld sparen. Ich bin sicher, Sie haben Kollegen, die sowas gut gebrauchen können. Kollegen, ich bin arbeitslos. Freunde. Morgen. Entschuldige, wenn ich frage, aber wie lange bist du schon hier? Weiß nicht. 10, 20 Minuten? Ich kann nicht schlafen. Solltest du mal wieder. Was? Schlafen? Was haben wir denn hier? Eine tote Leiche. Und? Schon was ermittelt? Ja. Niemand hat irgendwas gesehen. Interessant. Ach, bevor wir weitermachen, August, wollen wir ganz kurz die Neuigkeiten im anderen Fall abklären? Meinetwegen. Also die Dame aus der Bar, ja? Die Susanne. Ja. Die hat auch nichts gesehen. Ja. Sie meint aber, sie hätte mich schon mal irgendwo gesehen. Und dich auch. Ja, ich habe ein Foto gezeigt von dir. Wegen des Toten. Ja, ja, Susanne, schön, schön. Es gibt gar keine Sonderabteilung für Hokuspokus beim BKA. Fotos gibt's auch keine, kann sich keine Sau erklären. Die Leiche ist auch immer noch verschwunden. Geht's dir gut, August? Ja, ja, ja. August, ich weiß, es ist kein leichter Fall, gerade für dich. Und, dazu noch ohne Anhaltspunkte, ohne Fotos, ohne irgendwelche Ideen. Ohne erste Leiche? Ja. Wieso eine erste? Hier ist wenigstens der zweite. Du kannst keine Leichen sehen. Doch. Doch, na klar, das, Also nicht so richtig. Jetzt sag schon, wie sieht sie denn aus? So wie die letzte Leiche? Also so wie du? Nö. Ist das schlimm? Kommt ein bisschen drauf an. Herr Kommissar, allmählich könnten Sie uns darüber informieren, was konkret meinem Mandanten vorgeworfen wird. Heute Abend wurde der Fotograf Mirko Schumann mit einer schweren Kopfverletzung in seinem Studio aufgefunden. Er hat ausgesagt, Herr Mann habe ihn mit einem Scheinwerfer niedergeschlagen. Das ist nicht wahr. Dieser Fotofritze, der lügt. Die Putzfrau hat gesehen, wie eine Person äußerst eilig das Studio verlassen hat. Das waren Sie, Herr Mann, oder? Ja und? Ich habe die Tasche von Nico, die Tasche meiner Freundin da abgeholt. Du musst mir glauben, ich hätte dieses Schwein da nie angefasst. Du sagst erstmal gar nichts mehr. Hatten Sie Streit mit Herrn Schumann? Mein Mandant sagt dazu nichts. Ja, wie Sie meinen. Das ist nicht Ihre erste Festnahme wegen eines solchen Delikts. Sie haben gerade erst die Haftstrafe für den bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle abgesessen. Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang. Herr Mann ist nur zur Bewährung auf freien Fuß. Wie lange können die mich jetzt hier behalten? Du bist vorläufig festgenommen. Maximal einen Tag. Ein bisschen mehr Zeit sollten Sie schon einplanen. Die Staatsanwaltschaft hat beim Richter einen Haftbefehl beantragt. Herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen. Morgen. Weißt du, wo ein Lappen ist? Bin ich zu spät? Für was?
Draußen in der Teeküche. Seit wann bist du schon hier? Weiß nicht. Ich konnte nicht schlafen. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, seit ich... Seit du dich da quasi tot gesehen hast. Ja. Jetzt kannst du nicht ab, ne? Ich war noch mal in der Pathologie. Die Leiche ist immer noch verschwunden, aber ich habe wenigstens diese Eingangsbestätigung oder wie auch immer man das nennt, bekommen. Und? Ja, die Beschreibung passt, wie nicht anders zu erwarten, erstaunlich gut auf mich. Augenscheinlich gab es keine äußeren Verletzungen und dann war sie weg. Eingebrochen worden ist aber auch nicht. Und Fotos haben sie auch noch keine gemacht. Was machst du so? Tja, mein lieber Kollege, ich denke, wir wenden uns ans BKA. Wir tun was? Akte X. Die unheimlichen Fälle des BKA. Ja. Ja, ich habe da gestern mal was nachgelesen. Und zwar hier, wo war das noch gleich? Da steht nämlich, warte mal, wo haben wir es doch gleich hier, Sekunde. Du hast eine Fahne. Was? Ach so, ja, ich habe gestern in dem Buch gelesen und ja, da war so ein guter Bardolino und beim Auftreten außerirdischer Phänomene wird ganz oft ein Kraftfeld erzeugt, welches ganz deutlich das Umfeld beeinflusst. Zum Beispiel Stromausfall. Sehe ich aus wie ein Außerirdischer? August, in dem Buch steht, die sehen aus wie wir.